rasten, weil Vitalität mal wieder ein Problem ist. Bei Rakilda. Na gut, bei anderen auch. Wird wahrscheinlich nichts Garstiges hier sein, aber wer weiß. So. Pflanzen. Wer wählt? Direkt wählt. Direkt, du hast irgendwas mit dem Inventar gemacht. Bitte. Ja, deswegen mussten wir unbedingt schlafen, wegen der Einpflanze. Warte. Natürlich jedes Mal Detect Secret. Mhm. Ja, und hier müsste jetzt eigentlich noch ein Weg durch sein. Ja, ein bisschen zäh als seine Kumpel. So, Funkel, Funkel. Da funkelt nix. Wir sind aber genau dahinter. Such mal. Look. Hm. Auch nicht. Denn ist die Karte einfach so gestaltet? Das ist doch ganz schön... Ja, unwahrscheinlich. Hm. Wir können nicht einfach so hacken. So eine Axt benutzen. Ja, das könnte klappen. Ja, du benutz. Nothing happens. Ist das da vielleicht eine richtige Holzfäller-Axt? Nee, Broad Axt. Battle Axt. Nee, mir fällt jetzt nichts auf, was da wirklich zupassen könnte. Das heißt, Exit und so jetzt zurück zum Bad. Wobei, in den Kommentaren wurde erwähnt, dass wir doch die Schlüssel mal hier gefunden haben, bei dem Black Lich Dungeon probieren könnten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das müssen wir da hoch, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Ding überhaupt Schlüssellöcher hatte. Weil das war ja so ein komisches Siegel. Aber in der Beschreibung stand wohl was von goldenen Linien auf dem Siegel. Und wir haben goldene Schlüssel. Ja. Daher der Kommentar. Ja gut, gucken wir da erstmal hin. Weil ich weiß nicht, ob das Bad wirklich von der Hauptstory her jetzt wichtig ist in der Reihenfolge. Weil es halt 5000 Gold kostet. Das hätte man normalerweise zu diesem Zeitpunkt ja nicht. Wir haben es nur, weil wir den überpowerten Start hatten. Und die ganzen starken NPCs mitnehmen und so weiter. Wenn man eine reguläre Gruppe hätte, ohne Sanctuary-Start und ohne NPCs, wäre es vielleicht ein ganz anderer Schnack. Wobei man vermutlich einfach nur denn so ein Stündchen oder zwei grinden müsste und dann kommt man auch langsam in den Bereich hier. So, Black Lich. Da hinten. Und zwar einmal komplett durch. Lalala. So. Rechts rum. Und da. So. Xenodapf auf dem Black Lich. Ja. There is a frighteningly complex design painted across the door. Also ja, man sieht ein Schlüsselloch, aber ich... Das ist einfach Copy-Paste dieselbe Tür. In bright golden stripes that have not faded with time. Looking into its warring strokes and confusing symmetry makes your head swim. Obviously, it is a powerful magical seal on this entrance. Perhaps the only one in this place. Into this place. Okay. Wir haben ein Perk Key. Nein. Ja. Benutzen. Nothing happens. Okay. Das Ding. Nothing happens. Wenn wir es draufklicken, kommt wieder der Text. Ja, hatten wir auch schon mal getestet, glaube ich. Aber na, sicher ist sicher. Use den Perky.
Nothing happens. Auch hier nichts. Ja, ja, ja. So. Nimm nix. Da ist noch ein Buggy. Auch nix. Nothing happens. Todesmaske. Oh, warte mal. Nein, okay. All auch Gold und so, aber. Nö. Na gut, war eine gute Idee, lieber Kommentarschreiber, aber funktioniert nicht. So, das heißt, den ganzen Weg zurück in die Stadt und dann 5000 Goldmünzen blechen, um da reinzugehen. Wobei wir wahrscheinlich auch einfach das Schloss knacken könnten, ne? Was habe ich da dann geschrieben? Ach, 99%. Das hatte ich doch inzwischen auf 100, richtig? Spirit Caves, ja. Genau, 100%. Also wir können raus. Und dann das Ding da machen zu 100% Spirit Cuff. So, okay. Schon besser. Der Vollständigkeit halber und so. Sonst jedes Mal, wenn ich die Karte aufmache, sehe ich da, war ich da wirklich schon mal 100%? Dann ja, war ich. Aber das muss man ja nicht jedes Mal durchcounten. So, Stadt war hoffentlich gerade hier, wo ich hinlaufe. Und das Bad war jetzt im Ost. Wir könnten testweise auch Mordekeimer umbringen und gucken, ob der irgendwas für die Story dabei hat. Hau ab. Das ist nicht Osten. Hier rum, dadurch und dann nach Osten. Genau. Crusade-Tempel. Das Bad war im Tempel. Oh. Hostile. Ja, hallo. Ich habe vergessen, dass du hier bist. Ja. Alter Zauselbart, geh weg. Ich will in dein Haus einbrechen und dann 5000 Goldmünzen dafür zahlen, dass ich dein Bad benutzen darf. So, wo war jetzt? Hier war die Spendenkiste. Will you pay 5000 golds? Ka-ching. Oh, wait a moment. We think we have a faint tickle in our throat. Cough. Cough, cough. Rip off. Cough. Sehr gut. Und Tür ist offen. Okay. Spell, Detect, Max, Stufe. Also sieht schick aus, kann man nicht anders sagen. Das ist unterirdisch, das ist ein bisschen, ja, Geschmackssache. Aber die Atmosphäre ist dann schön, gemütlich. Ah, was haben wir hier? Such. There was a struggle here of some kind. Oh, ein Mord. Also was zählt das? Hier, Sacred Pools, okay. Ah, okay. Ich dachte, die Helden schreiben da noch irgendwas zu, was sie denken, was hier passiert ist, aber nö. Sonst bei den anderen Feldern noch was? Oh, können wir schwimmen? Warte, F6. Bevor ich irgendwas anderes mache. F6. Ne, keine Piranhas. Aber auch kein Schwimmskill. Das wäre auch noch ganz nett. Also wenn man schon 5000 Goldmünzen ausgibt, dass man wenigstens Schwimmen trainieren kann. Ah. Was haben wir hier? Getrocknetes Blut. Dried bloodstains and torn pieces of fabric. Das sollte es hier dann aber auch gewesen sein. Damit müsste ich jetzt alle Felder abgedeckt haben.
jetzt den Umkleidekabinen oder wie? Search. Somebody dragged something past this gate. Oh, der alte Zausel hat ihre Schwester entführt. Das könnte sein. Knack mal bitte. Nothing to unlock. Oh, okay. Perfekt. Nein. Ah, Mist, ich habe den Locksmith-Key gar nicht probiert bei dem Blacklitch Dungeon. Das könnte noch was sein. Nee. Also eigentlich hat es schon mal geklappt, dass man den Schlüssel einfach nur raufklickt. Aber nur für den Fall, dass es von der Spielmechanik hier doch anders ist, habe ich das damals halt auch mal probiert. Macht aber nichts. Ne. Okay. Suchen wir das einzurennen. Auch nicht. Schlafen. Also ich denke, wir gehen erstmal nach oben, sprechen mit dem alten Mann, werden ihn darauf ansprechen, dass wir Blut und Stoffreste gefunden haben. Dann wird er wahrscheinlich austicken, uns angreifen. Wir töten ihn, wir haben einen Schlüssel dabei und wir können hier unten runtergehen und die Schwester von Rakela befreien. Das ist so die Geschichte, die in meinem Kopf aufgeploppt ist. Mal gucken, was draus wird. Du, erstmal. Ah, wobei, wir brauchen kein Detect Secret. Wir sind ja erstmal auf bekannten Pfaden unterwegs. Machen wir da durch. Das heißt, wir haben jetzt 5000 Gold ausgegeben, um Mord aufzudecken. Das ist auch interessant. So, einmal raus. Also wieder. Argo Sire. Blood. Murder. Murderer. Bath. Holy. Bath. Struggle. Gott, verdammt. Wir können doch einfach umhauen. Nein, wir sind eine gute Gruppe. Wir sind eine liebe Gruppe. Wir hauen nicht einfach so alte Männer um, die Augen auf ihren Stab rauftackern. Good afternoon. Okay, warte. Exit. Exit. So, zeig mir die Notizen. Die Notizen waren Crusader Tempel. Danach sollte ich vielleicht suchen. Nee, gar nicht. Sacred Pools. Bloodstains müssten wir eventuell eintippen. Und Gate. Also Gate, Bloodstains und Sacred Pools. Gate, Bloodstains, Sacred Pools. Da. Gate? Nein, okay. Dried Blood? Nein. Blood Stains? Nein. Crusader Pools? Auch nicht. Adonai, have mercy on you at his seat of judgment. Ich habe eine andere Idee. Wir erpähen das jetzt einfach. Gespeichert, okay. Also wir konfrontieren ihn jetzt mit dem, was da unten ist. Er tickt aus, wie ich das in meiner Geschichte da mir überlegt hatte. Und er greift uns jetzt an. Ah, okay. Mad Monk. Also er ist auf jeden Fall schon mal im Bunde mit dem Feind. Anscheinend. Das heißt, wir machen mal Magic Missile auf die Vanguard Soldiers, weil die können ganz schön häufig angreifen. Die hätte ich möglichst schnell außer Gefecht. Dann kannst du Shrill Sound machen, möglichst hoch.
Und die Kämpfer gehen bitte auf. Achso, zwangsweise auf die erste Reihe. Ja, okay. Talena kann noch. Magic Missile. Auch auf die. Wer fehlt? Tiri fehlt. War ich doch gerade. So. Battle. Das oft zuhauen. Jetzt Stunrod. Oh, unconscious. Was kommt jetzt noch alles? Tirik ist verflucht. Rakira ist verflucht. Morgan ist verflucht. Silence. Oh nein, sie können keine magischen Schüsse mehr sprechen. Die waren doch schneller tot, als ich dachte. Das. Ah, jetzt ist jetzt ihn. Der geht zurück und die haben auch voll AP. Was soll das denn jetzt? Nils kann so bleiben. Allerdings muss Morgan was anderes machen und Talana auch. Super. Fight Smash, Ziel angeben. Fight Mad Monk. Okay, nochmal. Spelltech. Jetzt macht Spelltech. Rakilda goes insane. Oh, okay. Rakilda ist tot. Okay. Ich sehe es ein. Das ist nicht der Weg, den man gehen sollte. Wäre auch recht unwahrscheinlich gewesen, dass man einfach so NPCs angreifen muss, um von der Story her weiterzukommen. Das ist jetzt allerdings schade. Was können wir noch Schönes machen? Können wir was kaufen? Ja, True Seeing, Colors of Life, irgendwelche komischen regenbogenfarbenen Sachen in dem Trunk. Ne, den sollten wir echt nicht töten. Ja, es gab auch noch einen Kommentar, der meinte, man kann die Sachen auch gleich bei dem Händler identifizieren. Das ist richtig, allerdings kostet das richtig Asche. Oder auch nicht. Warte. 690 Gold. Sollten wir nicht überhaben. Ah, okay, also das Kaufen kostet 690 Gold, nicht das Infizieren. Oh, dann vielen Dank für den Kommentar. Und Raise Dead ist doch mal ein sehr schöner Spruch. Allerdings werde ich den wahrscheinlich gleich. Okay, ist der Preis ausgeblendet. So. Allerdings, wenn ich ihn jetzt kaufen sollte, können wir ihn eventuell gar nicht lernen. Ja, wir haben nicht genug. Verkauf? Ne, warte. Stopp. Torpedo Rod. Red Pepper. Cell. 32. Schon besser. So, jetzt kaufen. Hä? Schon wieder Fragezeichen? Okay, egal. Kaufen und gucken, was funktioniert. Du use. Das wird schon wieder unidentifiziert, wenn wir es nehmen. Das ist doch alles sehr komisch. Nothing happens. Okay, geh mal kurz raus. Ja. Dann identifizieren wir das Ding erst einmal. Spell, identify, go. Do, essay, das da. Genau, raise dead und
Spell, Alternate Equipped, Spell, Tome, Raise, Dead, Scribe, Power 36. Steht aber nicht bei, welche Level man braucht oder ähnliches. Fail to Scribe Spell. Das heißt, sie ist nicht hoch genug. Und wenn sie hoch genug wäre, hätte sie bei ihrem Level-Up schon den Spruch auswählen können. Deswegen ist es ziemlich sinnlos, ist, Sprüche zu kaufen, gefühlt. Weil die guten Sprüche kriegt man beim Level-Up und die schlechten Sprüche braucht man nicht wirklich. Ja, gut. 690 Goldmünzen verballert, aber nicht ganz so schlimm, wir können uns das hier irgendwo wieder grinden. Was jetzt allerdings schlimm ist, dass ich keine Ahnung habe, wie wir jetzt unten weitermachen. Ich meine, wir haben jetzt die Hinweise. Struggle habe ich schon eingegeben. Dried Bloodstains. Ich habe sowohl Dried Blood als auch Bloodstains. Muss ich vielleicht das komplette eingeben? Also Dried Bloodstains. Zuerst einmal talkst du jetzt bitte und dann das komplette Dried Blood Stains. Okay, dann vielleicht Sister. I don't know about... Achso. But you might try asking Rakilda. Ja, sehr witzig. Ich würde dich ja wieder angreifen, wenn ich nicht wüsste, wie stark du bist. Ich bin Rakilda. I don't know anything about Rakilda. Rakildas Sister? Evil. Fight. Prisoner? Ja, gut. Ich denke, ich mache dann erstmal ein kleines Päuschen und warte, dass eure Kommentare mich einholen, was ihr so an Vorschlägen habt, wo man noch hingehen könnte. Weil mir fällt jetzt nichts mehr ein. Wir waren jetzt in allen Dungeons. Das Einzige, was fehlt, ist der Black Lich. Und, na, wobei, wir waren, glaube ich, nicht... Da lang. Wir waren nicht nochmal in dem von St. George. Also doch, wir waren jetzt schon zwei oder dreimal drin. Aber ich habe dann nicht die neuen Schlüssel ausprobiert. Das mal noch ganz kurz. Aber wenn das nichts wird, was ich nicht wirklich glaube, dann warte ich, dass eure Kommentare mich einholen. Bedeutet dann allerdings, das ist die falsche Richtung, ne? Ja, ist der falsche Wald. Das mit dem Einholbüttel dann aber auch, dass ich dann für ein, zwei Tage keine Folge hochlade. Weil ich halt warten muss, bis eure Kommentare bei mir ankommen. Was halt immer Zeitgeschichten sind. Eine Zeitreise ist kompliziert. Also geh. Geh. Tada. Kein Mordecai, das ist gut. Ich soll die ganzen Schlüssel mal auf eine Seite bringen, das wäre auch einfacher. Kann ich das multitasken? So halbwegs. Boah, ist das laggy, wenn's wenn man Kiesche in der Hand hat, das ist irgendwie für das Spiel ein bisschen zu kompliziert. So, hier. Keycard ist so gesehen auch ein Schlüssel, packe ich auch mal dahin. Da ist noch eine und noch eine. Wir haben mal drei von den Schlüsseln. So. War da gerade noch was? Das ist die Harfe, Kardikus, Harfe. Nö, okay. Dum. Hier. Darum geht es nach Südwesten. Und da probiere ich dann bei dem Grab von St. George alles aus rauf zu klicken und auch mit benutzen. Nur für den Fall, dass bei dem Schloss nur das eine oder das andere geht. Ja, also. Macht einfach mal nichts. Auch keine Fehlermeldung.
Nö. Okay, dann benutzen. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Und nothing happens. Gut, dann gebe ich vorerst auf und guck mal, was ihr sozusagen habt. Oder bis mir was einfällt, was man noch machen könnte. Bis denn.